face. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier Oxygen 187, so ich habe für euch ein neues Video. In diesem Video geht es darum, ich zeige euch wieder mal eine richtig coole Capture-Mission, die ich selbst erstellt habe. Natürlich Oxygen Special Capture, ihr wisst Bescheid, von was ich rede. Kommen wir zum Video, let's go! Als allererstes fügt ihr die Mission zu eurem Spiel dazu. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Habt ihr das gemacht? Danach müsst ihr einen Freund einladen, weil alleine könnt ihr die Mission nicht spielen, weil es eine Capture-Mission ist. Habt ihr einen Freund oder eure gesamten Freunde eingeladen? Oxygen Production. Danach könnt ihr die Rundenanzahl einstellen oder die Einstellungen lassen. Danach startet ihr einfach die Capture-Mission und ihr habt die Möglichkeit, RPs zu machen. Ihr müsst einfach die Stripperinnen umbringen. Dann bekommt ihr pro Kill 25 RPs. Natürlich, wenn ihr die Geldsäcke einsammelt, bekommt ihr auch noch RPs. Sprich, das sind 2 in 1, eine gemoddete Mission und zugleich noch RP. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Clownwagen zu fahren, mit dem Schneewagen von Yankton, mit diesem Geldtransporter in der Schneeversion. Ich habe natürlich auch noch diesen Cargo Plane von der Story noch reingemacht. Da sind auch noch ein paar Stück auf der Karte verteilt. Ihr müsst halt dann noch schauen, wo die ganzen Cargo Planes sind. Ich habe auch das Zeppelin reingemacht. Manche kennen es von der Story oder auch von der Vorbestellerversion. Und ich habe ein paar Kommentare von meinen Abonnenten bekommen, dass sie gerne den Roosevelt drin haben wollen. Der Roosevelt ist auch drin, aber auch nur, wenn ihr erschossen worden seid von der Stripperin oder von euren Freunden, die euch umgebracht haben. Responser in diesen Roosevelt oder für die gegnerische Mannschaft diesen Slumben, was mit diesem Heiß-Update gekommen ist, da spawnt ihr auch rein. Also so seht ihr den nicht, weil ich konnte nur 5 verschiedene Fahrzeuge reinmachen und leider keine 6 oder 7. Deswegen habe ich den Roosevelt beim Respawnen eingestellt und genauso diesen Slumben vom Heiß-Update, der respawnt auch, wenn sie erschossen worden seid. Ich habe natürlich auch gelesen in den Kommentaren, glaube ich, dass ich ein paar UFOs dazu fügen soll. Ich habe es auch gemacht, aber ich sage es euch schon von Anfang an, dass ihr mit den UFOs gar nichts machen könnt. Die sind einfach im Meer, stehen rum, blinken und das war's. Mehr können die UFOs leider nicht mehr. Ich lasse euch das Gameplay im Hintergrund laufen. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich, mehr Videos hochzuladen. Peace out rein, mein Name ist Oxygen. Ciao, bis zum nächsten Mal.